Es gibt sicherlich viele Menschen, die das Ganze ein Educational Imperialism nennen, also ein Erziehungsimperialismus. Als edX zum Beispiel haben wir eine Vereinbarung, und viele haben uns dafür kritisiert, mit der Regierung in Saudi-Arabien. Aber ganz spezifisch darauf fokussiert, dass die Inhalte Frauen und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden, damit die weitere Chancen haben, um in ihrem Leben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal zu erreichen, das sie ohne Digitalisierung so nicht hätten. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der mich ganz doll begeistert. Wissen ist Macht, und die Zukunft gehört Knowledge. Ohne Knowledge wird man nichts im Leben. edX wurde vor 3 Jahren gegründet von Harvard und MIT mit dreizieligen Ansatz. Und das erste Strategieziel war Access, das heißt Lernenden weltweit Zugang zu Materialien zu ermöglichen, zu denen sie normalerweise nicht Zugang hätten. Heißt von weltweiten Universitäten, aber auch von anderen Organisationen. Das ist der erste Strategieansatz. Der zweite ist, intern Hochschulen so zu verändern, dass sie den digitalen Herausforderungen der Zukunft positiv und energisch gegenüberstehen können. Das heißt, aktiv, begleitend und auch strukturell Dinge fördern können. Also nicht nur abwarten sind, sondern wirklich die Zukunft mitgestalten. Als edX, als Open Source, gemeinnützige Organisation, stellen wir auch alle unsere Daten unseren Partnerorganisationen zur Verfügung, um Forschung zu betreiben. Das heißt, wie kann ich Lerninhalte so vermitteln, dass die Lernenden positives im Endeffekt Output kriegen. Und das ist ein großer Unterschied, denke ich, für edX, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir von Universitäten gegründet sind und von Universitäten geleitet sind. Es gibt sicherlich Herausforderungen. Zum einen ist es so, dass dieser, ich habe es vorher schon einmal erwähnt, dieser Educational Imperialism sicherlich eine Herausforderung ist. Das heißt, gibt es plötzlich nur noch ein Material oder nur noch ein Textbuch, das von allen Studenten weltweit als das eine angesehen wird. Das heißt, dieser Diskurs, der ja auch ein sehr wichtiger ist, und warum das Eigentliche zur Universität oder immatrikuliert an einer Universität sein noch einen sehr hohen Wert darstellt, das ist ja der Diskurs mit anderen, der Austausch mit anderen Studenten, das Überdenken der eigenen Perspektiven. Und da könnte es die Gefahr geben, dass durch eine extreme Digitalisierung dieser Diskurs verloren geht. So wie wir edX aufgesetzt haben, zumindest aus unserer Sicht, und ich denke auch viele andere Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, haben wir den Ansatz, dass es ein föderales System ist, wo verschiedene Bestandteile und für verschiedene Hochschulen, aber auch Ministerien, nationale Organisationen, alle an diesem Prozess teilnehmen und diesen Prozess nicht nur begleiten, sondern eben auch mitgestalten. Und da ist Deutschland wieder einmal, muss man leider so sagen, hinten dran. In Europa gibt es die France Université Numérique, das ist vom französischen Erziehungsministerium, eine nationale Plattform, basierend auf einer Open-Source, Open-edX-Plattform, die allen Universitäten zur Verfügung gibt. Es gibt viele kleine individuelle Plattformen, Catalan Government, aber es sind alles Hochschulen und Organisationen, die an diesem föderalen Prozess teilnehmen. Die Europäische Kommission ist sehr aktiv und versucht dort begleitend etwas zu tun. In Deutschland ist vielleicht noch durch das föderale System, das hier einen negativen Aspekt aus meiner Sicht darstellt, oftmals ist so gegeben, dass Hochschulen schon ihr eigenes Süppchen kochen. Und damit wird man im digitalen und im Innovationsbereich nicht erfolgreich sein. Die großen Plattformen in den USA, edX zum Beispiel, wurden mit $60 Millionen als Anschubsfinanzierung finanziert. Das
sind einfach andere Maßstäbe, die in Deutschland leider so nicht gegeben sind. Wir haben in Deutschland, arbeiten wir momentan mit der TU München zusammen und unsere Hoffnung ist sicherlich, dort auch mit weiteren deutschen Universitäten zusammenzuarbeiten. Aber wenn ich mir grundsätzlich die Prozesse angucke, scheint es oftmals doch darum zu gehen, Neues, Eigenes zu gestalten und leider nicht oft genug über die Grenzen hinauszuschauen. Und nicht nur über die Grenzen der eigenen Universität oder des Bundeslandes, über die Grenzen Deutschlands hinaus. Es gibt dort sehr viele positive Anstöße momentan in Deutschland, aber grundsätzlich ist die Entwicklung in Deutschland, würde ich sagen, mindestens 3 Jahre hinten dran.